Kollektivheilung zur Klärung deiner Beziehungen. Diese Heilung geht ins gesamte Erdenkollektiv, zu allen Menschen, unabhängig davon, ob du diesen Beitrag anhörst oder nicht. Die Heilung erfolgt mit Gott und Göttin Meru. Geliebter Mensch, wir sind da und wir unterstützen dich. Und es ist soweit. Du bist bereit, die Anteile in dir zu klären und zu vervollständigen, die dich einst getrennt haben und durch diese Trennung so viel Isolation, Kälte und Einsamkeit durchlebt wurde. Herzschmerz, Kummer, Versagen, verbunden mit einem Gefühl, mehr zu leisten, um gesehen, geliebt und anerkannt zu werden. Göttin Meru ist da, um mit dir die Heilung deiner heiligen Dreifaltigkeit vorzunehmen. Den inneren Mann, die innere Frau, das innere Kind. Alle drei Anteile müssen harmonisch schwingen und dürfen sich anfangen zu lieben und zu ergänzen. Denn Heilung geschieht bekanntlich immer von innen heraus. Und so ist es auch für dich bestimmt, erst den Impuls von innen zu empfangen und dann zu handeln und nicht umgekehrt. Bringe dich ins Gleichgewicht, heile männlich, weiblich, kindlich in dir und spüre die Freiheit, welche du erlangen wirst. Auf dich wartet eine harmonievolle und heilsame Zukunft, wenn du bereit bist, diese Themen auch individueller Art bei dir anzugehen und zu heilen. Ein glückliches Familiensein, ausgefüllt mit liebenden und gütigen Menschen, wo du Wärme, Geborgenheit und Innigkeit spüren darfst. Und all die Konflikte, die Kämpfe, die Auseinandersetzungen, die Verschmähungen, welche du einst erlebt hattest, in deiner Ursprungsfamilie, welche du mitgeschleppt hast an deinen Arbeitsplatz, sowie auch in anderweitige Beziehungen, sollen heilen. Heile tief. Heil gründlich, heile an der Wurzel, heile an deinem Ursprung. Da ist so viel Liebe, geliebte Seele. Und die Zeit ist reif, dich für diese Liebe zu öffnen. Sage ja zur Liebe. Was liegt noch in der Angst? Wo flüchtest du vor dir selbst? Wo
spürst du dich einsam und ungeliebt. Getrennt, isoliert, vereinsamt und ausgegrenzt. Wo hast du Verschmähung und Niedertracht erlebt? Wo hast du andere erniedrigt, aus Angst vor Verletztwerden, aus Rache oder Zorn, Wut oder Egoismus? Liebe ist da. Liebe fließt zu allen Menschen jetzt. Die Liebe, die fähig ist, ein verkrustetes, angstvolles Herz zu heilen, deine Herzangst sanft zu lösen und auch die Angst, zurückgewiesen oder gar abgelehnt zu werden und dich deswegen erst recht gar nicht auf das einzulassen, was dir denn gegeben werden möchte, nämlich das Beste. Heile und erkenne diese Sabotageprogramme in dir, wo du dich nicht getraust, wo du das Gefühl hast, ah, es läuft doch sowieso nicht, deswegen mache ich es gar nicht erst. Denke nicht klein, heile dich und vertraue, dass du es in jedem Fall verdient hast, in gute, glückliche, geklärte, befreite, liebende und herzliche und warme Beziehungen zu kommen. Öffne dein Herz. Komm in ein tiefes Mitgefühl mit dir. Erkenne dich als diesen Quell der reinen und bedingungslosen Liebe. Und dass es diesen Anteil in dir gibt, der rein und bedingungslos lieben will, der eine solche Sehnsucht hat, geliebt zu werden, umarmt zu werden, tief zu fühlen und liebevoll in den Armen gehalten zu werden, da es sehr viel Weiches und Liebevolles, Behutsames und Sorgfältiges für dich da, geliebte Seele. Wir sind für dich da. So viel Liebe. So viel Wärme. So viel Herzlichkeit und Ankommen bei dir. Und in einer liebevollen und herzlichen Verbindung mit den Tieren und den Pflanzen, mit den Kräften der Natur und der Erde. Versöhnt, wertschätzend und dankbar, in einem achtsamen und bewussten Umgang um die Ressourcen der Erde. Und dass dieses Bewusstsein um Fülle in dir tief installiert werden darf,
und damit du dich fallen lassen kannst in diese so unendlich weich geborgene Blüte der Rose. Zart, schmelzend weich und wohl duftend. Es ist für alles gesorgt. Entspanne dich. Entspanne auf allen Ebenen. Und spüre den Zusammenhalt und die Verbindung und diese tiefe, tiefe Geborgenheit. Gott und Göttin Meru, Führung, Weisheit, Liebe, die dreifaltige Flamme leuchtet in deinem Herzen. Auf deine innere Führung, auf die Weisheit und Liebe in dir. Wandlung geschieht im Innen, bevor sie sich im Außen vollzieht. Habe Geduld und Vertrauen im Prozess der Wandlung. Alles hat seine Zeit.